Ja, da wir einen Error bekommen haben, oder da ich einen Error bekommen habe, weiß ich jetzt, dass hier in der Truhe, in diesem Gefäß, nichts mehr drin ist, weil wir das Herzteil anscheinend schon geholt haben. Das ist eine tolle Sache. Wir gehen deshalb wieder weiter. Ich wollte in diesem Part noch das Thronspiel machen und zwei weitere Herzteile holen, also im Grunde drei Herzteile holen. Dazu betreten wir nochmal die verlorenen Wälder und begeben uns... Ich komme nach rechts, ne? Ah, nee, Quatsch, das ist eine andere Stelle, okay. Das ist eine komplett andere Stelle. Wir können auf jeden Fall jetzt produktiver sein, als ich hier in meiner vergeigten oder verworfenen Aufnahme war. Das ist eine tolle Sache. Je mehr Humbug wir machen, oder je früher wir den ganzen Humbug machen, desto später, desto weniger werden wir später machen müssen. Deswegen, ja, kann das mal ein Part sein, der von Erfolg gekrönt sein wird. Ja, so halbwegs jedenfalls. So. Also durch den Error habe ich jetzt auch keine Möglichkeit gehabt, die verworfene Aufnahme irgendwie nochmal aufkochen zu lassen oder so. Also das Ding ist halt, ich hätte diesen Teil so oder so nochmal neu spielen müssen, da ich hier nicht gespeichert habe. Von daher, fantastisch, du hast dreimal ins Schwarze getroffen. Dein Talent soll nicht belohnt, nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nimm das an dich. Und wir kriegen eine Deku-Tasche. Die uns erlaubt, mehr Deku-Stäbe, nicht Deku-Stäbe, sondern Deku-Nüsse zu tragen. Also auf jeden Fall was sehr Ratsames. Wir haben ja des Weiteren auch noch ein paar Deku-Erbsen, die ich dann auch gerne verbrauchen möchte. So, aber zuvor wollen wir mit zwei Horror-Kids spielen. Denn wenn wir hier die Ocarina rausholen, dann, ja, sagen sie Folgendes. Stimme in unserem Lied mit deiner Ocarina ein, wir fangen an. So, das war so ein Spielchen... da habe ich auch ein bisschen Zeit vergeigt. Weil man, weil es natürlich beim Kommentieren auch schwer ist, sich solche Abfolgen zu merken, ne? Da, 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 da. Ja. Man hat hier begrenzt Zeit und man muss diesen Horror-Kids nachspielen. Das ist einfach so ein kleines Problem dabei. Die gute Sache, man bekommt nach drei Runden... Also man müsste jetzt eigentlich theoretisch ja schon den ersten Rubin kriegen. Gut gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Also jetzt kriegen wir zum Beispiel einen Rubin. Wir müssen das ganze Spielchen hier nochmal weitermachen. Damit wir einen besseren Rubin kriegen, klar. Und danach kriegen wir ein Herzteil. Sie gehen jetzt sogar eine Runde weiter. Und ja. Das Spielchen wird immer schwieriger und schwieriger. Das sollte dabei gesagt sein. Okay. Und da ich jetzt auch nicht so ganz die Nerven da habe, bei diesem Spielchen hier mitzumachen, bei diesen ganzen, du musst dir merken, was du hier abziehst, kann sich das als sehr schwer herausstellen. Ika e umelika. Opoke! Ihr könnt ja die ganzen Spyro-Sounds nachmachen hier, diese Dawn of the Dragon. Nicht Dawn of the Dragon, sondern, Enter the Dragonfly. Das sind tatsächlich zwei Titel, die ich hier sehr leicht vertausche. Dawn of the Dragon und Enter the Dragonfly. Weil sie beide so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Enter the Dragonfly... Also Dragonfly... Ja, egal, komm. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen noch ein weiteres Mal spielen. Also, ich komme jetzt schon besser voran als beim ersten Mal. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Wobei die ersten beiden Runden nicht mal so schwer waren. Okay. Wenn man sich gut... Ich habe aber nach links gedrückt. Ich habe nach links gedrückt. Ich weiß auch, dass es links war. Und irgendwann kann man diese Geräusche einfach nicht mehr hören. Okay, jetzt, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Weil ich nach oben statt nach unten gedrückt, nach links gedrückt habe. Habe ich aber gerade nicht. Links oben A. Links oben A. Links oben A. Rechts. Das ist die ganze Zeit rechts, ne? Ich sag die ganze Zeit links. Rechts oben A. Rechts. Ja, Links-Rechts-Schwäche, das kann ab und zu mal vorkommen. Rechts, links, rechts, oben, A, rechts, links. Rechts, oben, A, rechts, links.
Rechts oben, A, rechts links, oben. Rechts oben, A, rechts links, oben. Rechts oben, A, rechts links, oben. Rechts oben, A, links, rechts links, oben, A. Rechts oben, A, rechts links, oben, A. Rechts oben, A, rechts links, oben, A. Rechts oben, A, rechts links, oben, A. Rechts. Rechts oben, A, rechts links, oben, A, rechts. Rechts oben. Ich hab umgedrückt, ey! Verdammte Scheiße! Jetzt will ich mich verarschen, Kack-Controller, werde ich gleich in die Wand, ey. Meine Fresse. Rechts unter rechts. Rechts unten rechts. Rechts unten rechts. A. Rechts unten rechts. A. Rechts unten rechts. A. Rechts unten rechts. A. Oben. Das war so klar. Rechts unten rechts. A. Oben. Ich sollte nicht raten. Rechts unten rechts. A. Oben. Ich sollte nicht raten, sonst komme ich in Verwirrung. Rechts unten rechts. A. Oben. A. 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 Links. Rechts unten rechts. A. Oben. A. Links. Okay. Rechts unten A. Ja, so. Ist halt richtig, ne? Irgendwo ist es dann doch schon richtig. Rechts unten rechts. A, oben, A, links. Runter. Rechts, unten, rechts. A, oben, A, links, runter. Rechts, unten, rechts. A, oben, A, links, runter. Was ist das? Ist was! Ach du Schande, es dauert halt echt ewig, ne? Muss ich das auch irgendwie merken? Okay, hat's dann doch irgendwann geklappt. So, als nächstes wollen wir das nächste Herzteil holen, welches sich auch wieder bei einem Horror-Kit befindet, oder in des Horror-Kits Gewalt befindet. Wir müssen es befreien. Dazu brauchen wir Salias Lied, wenn ich das denn noch wüsste. Da ich die Aufnahme verworfen habe, dürfte ich das eigentlich noch wissen. Das hat irgendwie mit links angefangen. So, wir stellen uns hier hin, auf den nächsten Baumstamm und spielen das Lied. Nee? Das ging so nach oben. Nee, nee, nee. Das war doch ein bisschen anders. Da, so war das, okay. Wirf ihn halt ab, ne? Also ein Horror-Kit in Flammen sieht eigentlich auch ganz geil aus, ne? So war das nämlich. Dieser Horror-Kit würde gerne Salias Lied hören und deswegen spielen wir das an der Stelle einfach mal. Und dann sagt er folgendes. Du kennst Salias Lied? Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Und wir kriegen ein Herzteil, ein weiteres. Also im Grunde ein sehr, sehr geschenktes. Das kann man auf jeden Fall sagen. So. Dann wollen wir hier nochmal die Erbsen einpflanzen. Die Deko, nicht Deko-Erbsen, sondern die Wundererbsen. Die wir in 7 Jahren dann auch wirklich nutzen können. Des Weiteren wollte ich nochmal ins Kokiri-Dorf selber, da wir dort auch nochmal was zu holen haben. Ja, und sobald wir das Kokiri-Dorf betreten, bin ich gespannt, ob es wieder abkackt. Also wenn doch, dann, ja, dann ist es schon ein bisschen scheiße, ne? Ich hoffe einfach mal nicht, dass das der Fall ist. So, hier einmal kurz das Schild rausholen. Dann können wir uns nämlich auch wieder neue Dekostäbe holen. So. Dann wird er folgendes sagen. Hopp, Gnade.
verschone mich. Hier, du kriegst eine größere Deku-Stabtasche für... Oder kriegen wir einfach nur 20 Deku-Stäbe? Nee, ne? Ich habe das doch jetzt richtig verstanden. Wir kriegen Deku-Stäbe und eine Erweiterung dafür. Das habe ich jedenfalls so verstanden. Ich hoffe, dass das eine Erweiterung war. Weil 40 Rubine für eine Deku, für Deku-Stäbe auszugeben, das ist dann ja doch nicht so nötig, weil man da auch ganz leicht an Deku-Stäbe durch Deku-Pflanzen kommt. Von daher, ja, wäre das eher Verschwendung gewesen. So, wir gehen nochmal zurück ins Kokiri-Dorf. Also, ich gehe jetzt diesmal nach links. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich gehe nach links. Tatsächlich. Und ich hätte vielleicht erstmal ein Safe State setzen sollen, ne? Okay, irgendwas scheint mit diesem Deku-Kerl nicht zu stimmen. Deswegen bricht dieses Spiel immer an der Stelle ab, wenn ich hier versuche rauszukommen. Oder wenn ich gerade auch noch, als ich den angesprochen habe, da ist das Spiel auch abgestürzt. Also keine Ahnung warum, aber es scheint irgendwie mit ihm in Verbindung zu stehen. Deswegen habe ich das diesmal nicht gemacht. Mir ist es auch erst aus Versehen aufgefallen, dass es an dem liegt. Weil ich vergessen habe, den das Ding nochmal zu bezahlen. Ja gut. Hast die Nüsse reingelegt, die Wundererbse reingelegt und dann bist du abgehauen, ne? So ist es halt. Okay, wir haben aber trotzdem hier noch eine weitere Wundererbse reinzulegen im Kokiri-Dorf. Und das dürfte sich... War das hier oder da? Das war, glaube ich, hier, ne? Irgendwo hier links hinten. Ja, doch, hier war das. Dann können wir hier auch als erwachsener Link mal so ein bisschen... ja, vorbeifliegen mit dem... Mit der Wundererbse hier, mit dem Blatt... das hier wächst. Und vor allem weitere Skulltulas holen. Dann haben wir hier eigentlich auch das Kokiri-Dorf durch. Was wir jetzt noch machen könnten, ist die Sonate des Lichts spielen. Um hier noch nach weiteren Skulltulas Ausschau zu halten. Wir hoffen mal, dass es hier beim Deku-Baum nichts gibt. Wenn doch, dann könnte es ein großes Problem sein. Aber jetzt erstmal nach den Skulltulas zu suchen, das wäre vielleicht sogar die richtige Wahl. Hm... Ja, erstmal Ausschau halten, ne? Erstmal so ein bisschen Ausschau halten. Es gibt vielleicht auch einige Dekus, einige Skulltulas, die erst später da sind, wenn wir erwachsen sind. Hier hinter könnte ich mir... Ja, ja, da könnte ich mir so gut einen vorstellen. Hier hinter ist auch einer. Springen wir mal über den Ast. So. Ah. Haben wir schon mal eine gefunden. Alter, aber Link muss die auch irgendwie treffen, ne? Das ist halt immer so das, was ich mir dabei denke, wenn er das macht. So. Also eine haben wir auf jeden Fall schon mal. Die kann man uns nicht nehmen. Es sei denn, das Spiel hat jetzt irgendwie vor, wieder abzubrechen. Dann breche ich aber die Session ab. Komplett, weil nochmal tue ich mir das hier nicht an. Ja gut, jetzt habe ich das auch gespeichert mit dem Spielen. Ich habe das jetzt dreimal spielen müssen. Weil ich es auch in der Aufnahme... Also zweimal in der Aufnahme und einmal jetzt so offscreen. Es ist einfach wundervoll. So, hier hinten hört man vielleicht noch irgendwo eine Skulltula. Ah, irgendwo hier. Wir wollen ja sowieso noch dieses Truhenspielchen machen, in der Truhenlotterie. Von daher wäre das jetzt nicht mal so schlimm, wenn wir hier nichts finden. In den Häusern selber dürfte eigentlich nichts sein. Da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Weil wieso sollte man in den Häusern drinnen noch was reinmachen? Das wäre ein bisschen, kacke. Hier gibt es ein paar Rubine. Okay. Ah, sehen doch nicht alle gleich aus, alle Kokiri. Was ich am Anfang ja so vermutet habe, dass alle Kokiri gleich aussehen, ne? So in dem Sinne. Ja, dann doch nicht komplett gleich. Wobei von den männlichen sind eigentlich schon alle irgendwie gleich. Da müsste man mal vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Vielleicht habe ich das auch nicht hier ganz so geblickt. So, vielleicht nochmal hier hin. Also da drüben könnte ich mir noch eine vorstellen. Aber da auch eigentlich eher so als Erwachsener. Ich glaube, als Kind haben wir jetzt wirklich alles. Hier hinter vielleicht noch. Guck mal, hier kann er auch zum Beispiel über die Baumstämme drüber. Okay. Über die Wurzeln. Nee, aber hier scheint echt nichts mehr zu sein. Deswegen spielen wir mal das Lied des Lichts oder... Ja, wir können eigentlich nochmal hier die Kantate des Lichts spielen. Der Sonne. Die Hymne der Sonne war das, ne? Ich komme damit immer durcheinander. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück in die Zitadelle der Zeit. Und, ja, damit dürften wir dann eigentlich auch
Jetzt irgendwie die Lieder finden? Hier. Nicht Serenade des Wassers, hier. Kantate des Lichts. Oben, rechts, links, oben. Oben, rechts, links, oben. So, wir haben ja genug Lieder gespielt in diesem Part. Da bin ich schon so ein bisschen... Ja, ich habe zu viel Intus. Ich habe zu viel Ocarina-Intus hier. Ist zwar die Ocarina der Zeit, aber ich bin dann doch nicht so hip darauf. Nicht so ja, gefasst darauf, hier die ganze Zeit irgendwelche Liedchen mit der Ocarina zu spielen. Ich finde es zum Beispiel in Twilight Princess besser, wenn man da einfach... Also gut, das liegt jetzt einfach nur... Ich bin da eigentlich so negativ eingestimmt, gerade wegen diesem Minispiel jetzt gerade eben. Ne? Natürlich gibt es dann in Twilight Princess auch so Stellen, wo man das mit dem Wolf so ähnlich machen muss, wo man sich für... Ich weiß nicht, ob es da so eine Stelle gab, wo man sich was merken musste, aber ich glaube schon. Sowas baut man gerne ein, von daher. Ich gehe einfach mal davon aus. So ganz bin ich mir ja gar nicht mehr so sicher. Wir werden ja Twilight Princess HD spielen und das aber erst... Oh, wir haben so viele Spiele hier, ne? Zum Beispiel hier auch was zum Schießen. Ja, komm, gehen wir erstmal hier rein. In die Schießbude. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 läppische Rubine. Okay, das ist für echte Kerle hier. Die berühmteste Schießbude des Ladens. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse. Du musst alle 10 Steine treffen. Schieße mit B. Fertig. Dann los, viel Glück. Okay. Okay. Okay, ich muss erstmal noch so ein bisschen in die Steuerung reinfinden. Scheiße. Jetzt eigentlich schon verkackt, oder? Ich glaube, ich habe noch genug. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es verkackt. Jetzt habe ich es auf jeden Fall verkackt. Ah, scheiße. Ich hätte es sogar fast geschafft. Ey, das ist aber jetzt gemein, dass man mir den Schuss wegnimmt. Alter, das ist natürlich sehr heftig. Jetzt kommt er von da. Man kann sich das eigentlich relativ gut merken. Ne, die gehen so schnell weg. Ach du Schande. Nee, aber so wird das halt echt nichts. Wo kamen die jetzt? Ah, jetzt kommen die nochmal von der anderen Seite. Okay. Man muss jetzt einfach nur mal so ein bisschen merken. Okay, noch einmal. Wir verprasseln hier unser ganzes Geld. Ich glaube, hier gibt es sogar ein Herz dafür. Alter, ich brauche mal so ein Visier, so ein Punkt. Wo ich davon ausgehen kann, dass Link auch trifft, weißt du? Oh, dann trifft der nicht. Ich könnte so kotzen. Dann triff doch. Du ziehst die ganze Zeit daneben. Nee, das hat keinen Sinn. Hier, wo ist der Typ? Hier, schön in den Oberarm. Hast du auch verdient. Ah. Meine Güte, das ist ein kleines Kind, ja? Das kann es nicht so verarschen. So. Man ist ja auch immer so gewillt, die Ziele nicht zu verfehlen. Oh, dann trifft er wieder nicht. Ich glaube es nicht. Du bist so ein... Nee, also wir müssen auf jeden Fall alle treffen, aber das macht mich gerade so mega wütend, dass dieser Spasti hier einfach... Ja. Einen auf dicken Babbo macht hier, ne? Meine Güte. Und das ist ja nicht das erste Spielchen. Also man muss später noch mit dem Pfeil und Bogen... Alter, verarsch mich nicht, ne? Verarsch mich nicht. Sind auch voll die roten Augen, ey. Meine Fresse. Kann mir auch kein Sonderangebot machen, ne? Nee, immer die kleinen Kinder abziehen hier. Ist ja wie auf dem Rummel. Das ist echt wie auf dem Rummel. Kannst nie gewinnen. So,
Solltest du auch treffen, Link, weißt du? Jetzt kommt der Spasti in der Mitte. Den ich wieder nicht treffe. Ja, wundervoll hier. Frisst die. Ne, wir machen jetzt erstmal das aus der Truhenlotterie. Da kann man vielleicht noch was gewinnen. Wenn ich noch genug Rubine habe. Ja, okay, 82. Hätte noch, wäre noch genug Rubine für 4 Versuche, aber das will ich jetzt nicht. Ja, da will ich doch nicht, da will ich kein Risiko eingehen, ne? Wo ist denn jetzt die scheiß Truhenlotterie? Ich bin doch nicht bescheuert, die gibt's doch hier in dem Spiel, oder nicht? Oder ist das ganz woanders? Ist das ein Kakariko als Erwachsener? Ich habe keine Ahnung, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr hier auf den ganzen Bockmist. Ja? Kann natürlich keiner verstehen, weil, ey, Schussspielchen, Schießbude, das sind doch so tolle Sachen, da kann man sich so ausleben. Ja, da kann man auch sein ganzes Leben ausgeben, ne? Sein ganzes Geld ausgeben. Seine ganzen Rubine hier. So, das kommt jetzt an. Nur ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, die Hitbox ist sogar recht nett gesetzt. Jetzt kommen die von rechts. Jetzt kommen die von links. Dankeschön. So, und jetzt gib mir was ich gebrauchen kann. Eine Munitionstasche. Eine Munitionstasche. Spasti, ey. Du mich auch. Du mich auch. Okay, hätten wir das auch mal gesehen. Gehen wir mal in diesen Laden. Also weitere Spielchen hier, weitere Aminen-Bowlingbahn. Das spielt man auch immer wieder gerne. Ey, was ist ein Kunde? Ja, willkommen auf der bombigen Minen-Bowlingbahn. Was man hier gewinnt, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlst. Ein Spiel kostet 30 Rubine, du Wucherin, ey. Ziele auf das Loch in der Mitte und schicke eine Krabbelmine los. Du hast 10 Versuche, fertig? Los geht's. Ich hätte es fast vergessen. Das kannst du gewinnen. Also wenn ich das gewinnen kann, dann ist es mir scheißegal, weißt du? Aber egal, ich versuche es. Wir haben schließlich dafür bezahlt. Na, 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 na. Ja, das war dumm. Das war so ziemlich der dümmste Versuch, den man in so einem Spiel starten kann, den man in Zelda starten kann. Also das war schon mal ein Treffer. Die Wand wird zerbombt. Und wir müssen irgendwie dahin schießen. Und ein Huhn ist in der Mitte. Ja, Hühner müssen auch... Die sind halt immer gerne mit von der Partie, ne? Aber in der Hand werden die nicht ausgelöst, ne? Was ist denn jetzt hier mit? Bei den Krabbelminen sei gesagt, dass diese ganz gerne an der Wand lang fahren. Ich versuch's mal so mit Querfeld ein. Alter, jetzt. Vielleicht klappt das ja. Ja, auch nicht wirklich, ne? Vielleicht klappt das ja. Das sieht sogar wie ein guter Versuch aus, aber was war denn jetzt bitte schön da, dass die Bombe zum... Ah, jetzt kommt sie durch, oder wie? Das ist so unlogisch. Ich hoffe, das sind nur 3 Runden und wir schaffen jetzt nochmal die letzte. Dann noch mal einen Riesenhuhn. Man muss hoffen, dass die Hühner nicht da sind. Jetzt sind sie natürlich die ganze Zeit im Bild. Ah, bitte. Ich kann ja nur hoffen, dass die weggehen irgendwann. Ich heb schon mal eine hoch. Die bleiben da die ganze... Ey, das ist doch ein schlechter Scherz, oder was? Ich habe Angst, dass die Hühner da jetzt im Weg... Und dann explodieren sie mir in der Hand. Ja, danke schön. Nein.
Lass stecken, weißt du, wenn ich da 55er kriege, dann kannst du mich kreuzweise am Arsch lenken. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. So gut, das war's jetzt von der Stadt hier in Hyrule. Und beim nächsten Mal werden wir dann als Erwachsener den nächsten Dungeon betreten, da wir jetzt anscheinend hier als Kind in der Stadt alles gemacht haben, was geht. Klar, vielleicht kann man in dem einen oder anderen Laden nochmal, ja, was gewinnen. Vielleicht war das ja auch in Majora's Mask mit dem, mit der True-Lotterie, aber das glaube ich nicht. Das war auch hier. Oder vielleicht auch nur hier. Je nachdem. Wir werden im nächsten Part vielleicht sogar den Schattentempel machen. Von daher bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.